Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Wenn der Kollege Merz jetzt fertig ist, kann ich aufhören. Er hat dann eine laute Stimme. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Stärkung der Bildungssprache Deutsch, Drucksache 19/46/03, Redezeit vereinbart pro Fraktion 5 Minuten. Sie müssen aufpassen mit dem Schild, Herr Kollege. Ja, so ist das. Erste Wortmeldung ist der Kollege Schwarz für die Fraktion der CDU. Das ist kein Protest, darf ich lesen kurz? Herr Kollege Schwarz. Amen. Lass mich ganz kurz lesen. Ja, okay, warte. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Die deutsche Sprache ist die Grundlage für den Erwerb von Wissen. Die deutsche Sprache ist die Grundlage für die Fähigkeit zur Kommunikation. Die deutsche Sprache ist die Grundlage für die Teilhabe in unserer Gesellschaft. Ja, meine Damen und Herren, die deutsche Sprache ist die elementare Grundlage für schulische Karriere und die Voraussetzung dafür, dass sich späterer beruflicher Erfolg einstellt. Deswegen haben die Grundschulen einen klaren Auftrag. Dazu zählt unter anderem die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Schlüsselqualifikationen des Lesens und des Schreibens. Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit sind dabei zum einen kleine Klassen, zum anderen aber auch gute, qualifizierte und ausreichend vorhandene Lehrer. Beides halten wir vor. Deswegen sei mir an dieser Stelle gestattet, den Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank auszusprechen für ihre gute Arbeit, die sie leisten. Voraussetzung ist aber auch, dass in der Grundschule von vornherein darauf geachtet wird, dass orthografisch, grammatikalisch und syntaktisch gleich richtig gelernt wird. Die Nutzung von Anlauttabellen kann deswegen auch nur in der ersten Klasse zu Beginn ein probates Mittel sein, um die Schriftsprache zielführend dann auch zu lernen. Eine Anlauttabelle ist aus meiner Einschätzung heraus auch nur im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkonzepts zu sehen. Deswegen arbeiten wir in Hessen seit 2003 an verschiedenen Maßnahmen, um das Lesen und Schreiben verpflichtend als Schwerpunkt an den Grundschulen immer wieder zu betonen. Deswegen gibt es Förderpläne für Leistungsschwächere. Deswegen ist auch darauf zu achten, dass jenseits des Faches Deutsch auch in den anderen Unterrichtsfächern richtig geschrieben wird. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe im Kollegium. Deswegen, sehr geehrte Kollegen, auch im digitalen Zeitalter bleibt analoge Bildung elementar. Gerade im digitalen Zeitalter mit Verkürzungen und Slangbegriffen muss darauf geachtet werden, dass das Erlernen und Üben von Lesen und Schreiben ein permanenter Schwerpunkt in der Arbeit der Schule ist. Dabei spielt die Schreibschrift eine ganz wichtige Rolle. Denn die Grundschrift und das Schreiben am PC darf die Schreibschrift nicht ersetzen. Das darf an hessischen Schulen nicht passieren, meine Damen und Herren. Die Hirnforschung zeigt hier eindeutig, dass das Schreiben, das Handschreiben, die Merkfähigkeit, aber auch die Motorik, die Konzentration fördern. Es gab einen bemerkenswerten Artikel in der FAZ am 6. April 2017, die sich genau dem Thema der Didaktik widmete. Ein Gymnasiallehrer aus Berlin äußerte sich sehr, sehr besorgt darüber, dass in Berlin das Prinzip Schreiben nach Gehör verfolgt wird. Herr Präsident, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, möchte ich dem Landtag mal zeigen, was dabei herauskommt. Ich halte es mal hoch. Lesen Sie mal oder versuchen Sie es zu interpretieren. Die Feuerwehr rettete eine Eule aus dem Stall. Also, das ist das Ergebnis von Schreiben nach Gehör.
Es ist im Gesamtergebnis auch bei den Auswertungen ein Desaster. Ab der dritten Klasse gibt es Überprüfungen Vera 3. Über 50 % derer, die so schreiben lernen, erfüllen nicht die Mindeststandards der Kultusministerkonferenz. Deswegen sage ich sehr deutlich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dieses Prinzip Schreiben nach Gehör gehört aus meiner Sicht auf den pädagogischen Müllhaufen. Deswegen bleibt es dabei, üben, üben und üben, und zwar gleich richtig, gleich ordentlich schreiben und gleich ordentlich korrigieren, mit einem Bündel von Maßnahmen, wie auch im Bereich von Fortbildungen, aber auch mit der freundlichen Bitte, wie in unserem Antrag zu lesen ist, einen obligatorischen Grundwortschatz bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4 vorzuhalten. Da würden wir uns freuen, wenn das Kultusministerium hier in einem Piloten ab dem Schuljahr 17/18 möglicherweise einen Grundwortschatz im Paket von 800 oder 1.000 Wörtern als Grundvoraussetzung dann für die weiterführende Schule vorhält. Das ist eine Unterstützungsmaßnahme für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, eine Entlastung, eine Leitlinie und eine Hilfe. Deswegen bleibt eins: Die Stärkung der Bildungssprache Deutsch ist eine Aufgabe für alle. Von der Stärkung der Bildungssprache Deutsch profitieren alle. Von der Stärkung der Bildungssprache Deutsch erwachsene bessere Karrierechancen für die Schülerinnen und Schüler. Und deswegen abschließend, meine Damen und Herren, die Stärkung der Bildungssprache Deutsch lohnt sich. Ich bitte Sie hier fröhlich und freundlich um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Fröhlich und freundlich, Herr Kollege Schwarz, das ist doch schon einmal gut. Dieser Antrag der Koalition enthält im Wesentlichen zentrale Punkte und Zielsetzungen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten und müssten und nicht zwingend einer parlamentarischen Initiative mit Handlungsaufforderungen bedürften, es sei denn, man befürchtet besondere Problemlagen. Und da sind wir, glaube ich, ganz nah beieinander. Wir haben schon die Vermutung, dass die Erkenntnisse aus den Antworten auf unsere beiden Kleinen Anfragen betreffend Schreiblernmethoden und Schreibschrift in der Grundschule und Deutschkenntnisse und Deutschunterricht in Hessen der Grund waren, dass sich die Koalition auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Immerhin waren es gerade einmal zwei bzw. vier Wochen seit der Zeichnung der Antworten durch den Minister, bis uns dieser Antrag auf den Tisch flatterte. Die mit den Anfragen und jetzt mit Ihrem Antrag verbundenen Themen Bildungssprache Deutsch, mangelnde Rechtschreibkenntnisse, abnehmende Lesekompetenz, vermeintlich schlechter werdende bzw. aussterbende Handschrift sind gerade in den letzten Jahren wieder verstärkt ins öffentliche Bewusstsein getreten. Und das ist auch Ihnen nicht verborgen geblieben. Darüber freue ich mich. Die Diskussionen in den letzten Jahren haben auch gezeigt, dass es keine einheitlichen Ergebnisse gibt. Diese Themen oftmals sehr emotional und teilweise auch dogmatisch oder ideologisch diskutiert werden. Kollege Schwarz hat schon das eine oder andere erwähnt, die unterschiedlichen Studien. Ich nenne nur IGLU, die Siegner-Studie, die Meta-Studie von Funke oder die Vergleichsstudie Vera decken sich nur zum Teil mit den persönlichen Erfahrungen, wie sie an uns von Eltern, ausbildenden Arbeitgebern und Lehrkräften an weiterführenden Schulen herangetragen werden. Aber, und das ist das Entscheidende, wir müssen natürlich die vorgetragenen Sorgen und Kritikpunkte ernst nehmen. Ich meine sogar sehr ernst nehmen, weil mein persönlicher Eindruck auch ein anderer ist als das, was aus manchen Studien hervorgeht. Aber, meine Damen und Herren, es gilt auch zu beachten, dass nicht alles, dessen Sinnhaftigkeit sich im ersten Moment nicht erschließt, wirklich falsch ist. Was wir brauchen, ist Transparenz und Informationsaustausch zwischen Eltern und Schulen, auch Verständnis für das, was in der Schule passiert, die entsprechende Kommunikation zwischen den Lehrern. Das ist in Punkt 3 Ihres Antrags ausdrücklich angesprochen. Ich kann insgesamt sagen, diesen Antrag, der das umsetzt, was sich aus den Informationen zu unseren Anfragen ergibt, diesen Antrag unterstützen wir insgesamt.
Trotzdem gibt es ein paar Nuancen zu dem, was Herr Kollege Schwarz gesagt hat. Ich sage, dass dieser Methodenstreit zwischen Lesen und Schreiben, der seit Jahrzehnten diskutiert wird, oder Schreibe, wie du sprichst, Schreiben lernen nach Gehör, wie Sie es genannt haben, oder die klassische Fibellehrmethode, dieses Gegenüberstellen bringt meines Erachtens einen falschen Aspekt in den Vordergrund, der in dieser plakativen Form auch zu kurz greift. Denn eines müssen wir ja festhalten, die Reinform dieser Methoden wird zum Glück kaum mehr irgendwo verwendet. Wenn sie in Reinform verwendet werden, dann kann man wohl nur sagen, da hat jemand den Anschluss an die pädagogische Entwicklung verloren. Die Reinform wird kaum mehr verwendet. Was es verwendet wird, sind Mischmethoden, Anlehnungen, sodass auch heute eigentlich keine klassische Fibel mehr zu finden ist, die nicht nebenbei auch die Anlauttabelle in irgendeiner Form integriert hat. Es gibt also gerade mit Blick auf die zunehmende Heterogenität der Grundschulklassen auch kein Schwarz-Weiß-Schema, mit dem man das entscheiden könnte. Es erfolgt kaum noch ein methodenreiner Unterricht. Und deshalb sollten wir auch im Plenum, glaube ich, keine Debatten über die vermeintliche Wirksamkeit oder Unwirksamkeit bestimmter Methoden führen, an denen sich die Fachwelt in zahlreichen Stellungnahmen schon die Zähne ausbeißt. Aber meine Damen und Herren, die Fachwelt ist sich auch in weiten Teilen zumindest darüber einig, dass die gezielte Rechtschreibarbeit Bestandteil des Schriftspracherwerbs sein muss und auch bei der alphabetischen Strategie nicht außen vor bleiben darf. Umstritten ist alleine der Weg dorthin. Und deshalb ist wichtig, das, was wir in Hessen getan haben, dass wir die Bildungsziele und die zu erwerbenden Kompetenzen bereits für die Grundschule sehr genau in den Bildungsstandards und den hessischen Kerncurricula Primarstufe Deutsch klar formuliert haben. Und das ist der zweite Schritt, dass wir auch dafür sorgen, dass die Vermittlung entsprechend diesen Bildungsstandards gewährleistet wird. Ich will da jetzt nur auf den Inhalt der Anfrage verweisen, weil ich zum Ende kommen muss und will. Ich sage zusammenfassend, die Vermittlung sowie die Anwendung von richtiger Rechtschreibung sowie Grammatik und einer ordentlichen Handschrift darf aber auch nicht nur auf die Grundschulen beschränkt sein. Das muss auch in den weiterführenden Schulen ein Thema sein. Ich hätte noch viele, viele Punkte, die ich ansprechen könnte, wenn ich Zeit hätte. Aber wir werden den Antrag ja im Ausschuss weiter beraten, und da kann man das dann noch im Einzelnen tun. Ich fasse zusammen, Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Das ist die Grundlage für allem. Aus diesem Grunde ist auch dieser Antrag zu unterstützen. Und wir sollten uns sehr genau im Ausschuss mit den Einzelheiten noch einmal befassen. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Bevor ich inhaltlich auf den Antrag eingehe, möchte ich zwei Grundannahmen formulieren. Zum einen, ich gehe davon aus, dass hier im Hause Konsens darüber besteht, dass Lehrkräfte an hessischen Schulen eine hervorragende Arbeit leisten, obwohl ihre Arbeitsbedingungen nicht immer optimal sind. Und ich gehe des Weiteren davon aus, dass Konsens darüber besteht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultusministerium unabhängig von politischen Mehrheiten und Schwerpunktsetzungen bei der Erarbeitung und Überarbeitung von Lehrplänen und Curricula eine verantwortungsvolle Arbeit leisten und dass diese Vorgaben eine gute Grundlage für eine auf Bildungserfolg ausgerichtete pädagogische Arbeit an hessischen Schulen sind. Und deshalb erlauben Sie mir die Aussage, ich finde den Antrag teilweise schon etwas skurril. Und es drängt sich der Eindruck auf, dass Sie entweder den Kultusbeamten oder den Lehrerinnen und Lehrern nicht zutrauen, entsprechend der Vorgaben Unterricht so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche optimal unterrichtet und gefördert werden. Und wenn es bei dem Antrag um Leseverständnis und Rechtschreibung geht, ja, das Leseverständnis ist da schon herausgefordert worden bei diesem Antrag. Einige Punkte von diesem Antrag, insbesondere der erste, sind so selbstverständlich, dass sie eigentlich keines Antrags bedürfen. Wenn ich formuliere,
Lesen und Schreiben als Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn, dann kann ich nur sagen, schön, dass Ihnen das auch schon aufgefallen ist. Und ich hätte erwartet, dass Sie Vorschläge machen, inhaltliche Vorschläge, wie die Arbeit an Grundschulen verbessert werden können, so dass auch was Rechtschreibung anbelangt, bessere Ergebnisse erzielt werden. Aber ich glaube, darum geht es Ihnen überhaupt nicht. Denn wenn man weiterliest, entsteht der Eindruck, dass es Ihnen auch nicht um die Verbesserung der Arbeits- und Unterrichtsbedingungen an Grundschulen geht, sondern dass Sie von den schulpolitischen Versäumnissen dieser Landesregierung ablenken wollen. Statt sich wirklich, wir hatten ja in der Vergangenheit oft Debatten darüber, statt sich da intensiv auch mit Verantwortlichen mal zusammenzusetzen und zu überlegen, was sich verändern muss, um bessere Ergebnisse zu erzielen, üben Sie noch mehr Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen aus. Und das halte ich für nicht gerechtfertigt. Obwohl Sie es nicht explizit so formulieren, Herr Greulich hat es schon gesagt, ist zu vermuten, dass es Ihnen darum geht, das didaktische Methodenkonzept des Lesens durch Schreiben zu diskreditieren. Auch in der Vergangenheit und jetzt werden maximal 1% der Schüler nach der Reihenform dieses Methodenkonzepts unterrichtet. Und wenn Sie die scheinbar schlechter werdenden Rechtschreibleistungen heranziehen, um dieses Konzept zu diskreditieren, dann sollten Sie sich wirklich mal intensiv mit Vergleichen, mit Studien von Unterrichtswissenschaftlern auseinandersetzen. Denn alle ernstzunehmenden wissenschaftlichen Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Rechtschreibekompetenz und gute Rechtschreibeleistungen von Schülern in Sekundarstufen nicht eindeutig davon abhängt, nach welcher Methode sie Schreiben und Lesen gelernt haben, sondern dass es vielmehr von der Unterrichtsgestaltung und somit auch von dem einzelnen Lehrer abhängt. Also beispielsweise die oft hier zitierte Hattie-Studie hat es auch nachgewiesen. Und, es ist unstrittig, das wird auch immer wieder festgestellt, dass eine individuell adaptive Unterrichtspraxis, die den sehr heterogenen Voraussetzungen von Schulanfängern besser gerecht wird, dass die Grundvoraussetzung für einen besseren Schriftsprachenerwerb ist. Und angesichts der Zusatzaufgaben, die in den vergangenen Jahren auf Grundschullehrkräfte herangetragen wurden, hätte ich erwartet, dass Sie Vorschläge machen, wie diese Lehrkräfte entlastet werden. Ich befürchte aber, dass Sie mit diesem Antrag und mit dem, was Sie darin fordern, den Druck auf diese Grundschulpädagogen noch weiter erhöhen, anstatt ihnen mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit zu geben. Und statt die Hilferufe, statt die Überlastungsanzeigen ernst zu nehmen, versuchen Sie, diese Lehrkräfte noch zu Sündenböcken einer verfehlten Bildungspolitik zu machen. Unstrittig, da kann ich Ihnen auch zustimmen, dass es immer noch zu viele Kinder und Jugendliche gibt, die nicht gut genug lesen und rechtschreiben können. Jedoch tragen diese Vorurteile auch dazu bei, dass wir nicht ernsthaft über Verbesserungsmöglichkeiten reden, sondern dass wir eine politische Debatte führen, die letzten Endes nicht zu wirklichen Verbesserungen führt. Und wenn man sich die Curricula, das Deutschcurriculum Grundschule oder auch die Lehrpläne für die Grundschule anschaut, und dann stellt man fest, dass sich Fachleute da Gedanken gemacht haben. Und ich frage mich, also ich würde mir als Bildungspolitiker nicht anmaßen, Curricula oder Lehrpläne da hinein zu regieren und denen, die sich in Kultusministerien, die sich aus der Praxis heraus Gedanken machen, wie das, was politische Vorgaben ist, umgesetzt werden kann, wie das anders zu gestalten wäre. Und, es wäre ehrlicher gewesen, wenn Sie reingeschrieben hätten, dass der Ansatz des Lesens durch Schreiben wieder durch Fibellernen ersetzt werden soll, weil Sie der Auffassung sind, dass dieser methodische Ansatz dem anderen überlegen ist. Aber dieser Ansatz berücksichtigt nicht die Heterogenität in der Schülerschaft. Mittlerweile ist es doch so, dass bereits zu Beginn oder zur Einschulung eine Entwicklungsdifferenz von 3 Jahren besteht.
Und dann wäre es weitaus wichtiger, mal darüber zu diskutieren, ob unser Schulsystem mit seiner Tradition des gleichschrittigen Lernens und dem unterschiedlichen Unterrichtstempo und den unterschiedlichen Voraussetzungen von Grundschülern überhaupt noch gerecht wird. Mit diesem Antrag verhindern Sie diese Debatte. Diese Debatte hätten wir auch in der Enquetekommission führen können und sollen. Und das wäre ein weitaus sinnvolleres Vorgehen für eine Verbesserung der Qualität in Grundschulen, an Grundschulen gewesen. Das Wort hat Frau Abg. Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein Antrag zum Schriftspracherwerb und Leseerwerb in Deutsch könnte ziemlich wichtig sein. Aber dieser Antrag der Koalition, der ist mehr als nichtssagend. Trotz mehrfachen Lesens ist mir weder der Grund für den Antrag noch die Intention klar geworden. Ich weiß gar nicht, worüber wir denn hier reden. Meinen Sie ernsthaft, Sie müssten heute die Bedeutung der Basiskompetenzen Lesen und Schreiben hervorheben? Gibt es denn ernstzunehmende Bedenken, dass irgendjemand diese Bedeutung bestreiten könnte und in den Schulen der Stellenwert von Lesen und Schreiben irgendwie unterbewertet wird? Meinen Sie, dass die Grundschullehrkräfte ihren Auftrag nicht ernst nehmen und das korrekte Schreiben nicht systematisch mit ihren Schülerinnen und Schülern erarbeiten? Oder haben Sie vielleicht festgestellt, dass die Lese- und Schreibkompetenzen so schlecht sind, dass Sie jetzt dringend eine Offensive starten müssten? Was wollen Sie also mit diesem Antrag, in dem überwiegend Allgemeinplätze vorkommen? Meine Damen und Herren, aus diesem Antrag könnte man vielleicht noch herauslesen, dass Sie sich in die didaktisch-methodische Auseinandersetzung um die beste Art der Vermittlung von Lese- und Rechtschreibkompetenz einmischen wollen. Das könnte ja eigentlich vielleicht auch sinnvoll sein. Aber dann sollten Sie die Anforderungen, die Sie in den Kerncurricula stehen haben wollen, auch deutlich benennen. Wollen Sie festlegen, dass in der Grundschulzeit die Handschrift gelehrt werden soll und nicht zu früh digitale Medien eingesetzt werden sollten? Oder wenn das so ist, dann sagen Sie es doch einfach. Weiterhin führen Sie hier die Reichen-Methode auf, deren Anlauttabelle Sie innerhalb eines pädagogischen Konzepts für sinnvoll erachten. Aber dann geht es völlig gegensätzlich und unklar weiter. Wollen Sie diese häufig kritisierte Methode jetzt aus den Schulen verbannen, oder wollen Sie sie hervorheben, oder wollen Sie darauf hinweisen, dass der Schulaufsicht generell die Entscheidung zustehen muss, nach welchen Konzepten die Alphabetisierung erfolgen soll? Ich finde, es wäre dringend notwendig, in einem solchen Antrag darauf hinzuweisen, dass die Alphabetisierung von Kindern nicht allein auf eine Methode reduziert werden kann. Dass jedes Kind anders lernt und der Erfolg einer Lehrmethode bei unterschiedlichen Klassen und Schülern unterschiedlich erfolgreich ist, das sollte auch in den Lehrplänen Berücksichtigung finden. Denn es gibt bereits Studien im deutschsprachigen Raum, die zeigen, dass der traditionelle Fibelunterricht gerade bei leistungsschwächeren Schülern die besseren Ergebnisse hervorbringt. Es gibt dann aber auch Befunde, die die Überlegenheit des freien Schreibens nahelegen und wonach die Kinder in den ersten beiden Schuljahren zwar eine schlechtere Rechtschreibung haben, sich diese Unterschiede aber bis zum Ende der vierten Klasse wieder auflösen. Natürlich muss man dann die Alphabetisierung eingebunden sehen in ein reformpädagogisches Konzept, das mindestens während der Grundschulzeit gänzlich auf Ziffernoten verzichtet. Denn hier liegt der eigentliche Bruch. Die Kinder lernen in den ersten und zweiten Klassen nach der Reichen-Methode Lesen und Schreiben, haben dann aber keine Zeit, ihre Kompetenzen zu festigen. Und pünktlich, wenn die Notengebung einsetzt, sollen sie plötzlich die Wörter beispielsweise in einem Diktat korrekt schreiben. Das kann natürlich nicht funktionieren. Dazu sagt aber Ihr Antrag nichts, meine Damen und Herren. Ihr Antrag bleibt vage und unkonkret.
Warum schreiben Sie denn nicht, welches Konzept oder welche Konzepte Sie sich für die Alphabetisierung in hessischen Schulen vorstellen? Zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich Sie gerne ermuntern, das wichtige Thema des Schriftspracherwerbs wirklich ernsthaft in Angriff zu nehmen. Formulieren Sie, wie Sie lese- und rechtschreibschwache Kinder fördern möchten. Machen Sie Konzepte, wie Sie den Kindern gerecht werden möchten, die mehrere Sprachen sprechen. Eine andere Sprache ist nämlich auch für den Bildungserwerb ausreichend. Erarbeiten Sie einen Kompetenzrahmen für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und lassen Sie Ihre zukünftigen Konzepte durch Universitäten wissenschaftlich begleiten. Dann käme vielleicht etwas Sinnvolles dabei heraus. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. May, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin schon ein bisschen enttäuscht darüber, wie die Kollegin Faulhaber, aber auch die Kollegin Hartmann mit wenig Ernsthaftigkeit sie an das Thema herangegangen sind. Ich finde, da hätten Sie sich auf Seiten der Opposition ein Vorbild an Herrn Kollegen Greilich nehmen sollen, der sich dem Thema sehr sachlich genähert hat. Ich möchte dem jetzt mal mich nähern, was Sie uns da vorgeworfen haben. Frau Kollegin Hartmann, Sie haben hier gesagt, der Antrag sei skurril und das sei ja alles selbstverständlich, dass da drin stehen würde und man könnte so einen Punkt, wie wir in Nummer 1 geschrieben hätten, ja nicht beantragen, weil das wäre ja selbstverständlich. Also, es gibt ja den Spruch, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wenn wir nach der Maßgabe, dass man nicht mal etwas Positives an dem Anfang eines Antrags stellen darf, dann dürften, glaube ich, auch die meisten SPD-Anträge nicht gestellt werden. Ich möchte nur einmal aus der Drucksache 4821 von der SPD-Fraktion zitieren, wo es da heißt, der Landtag stellt fest, dass sich die fachlichen Anforderungen an Schule und Unterricht in den vergangenen Jahren gewandelt und massiv zugenommen haben. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis. Aber wenn das also bei uns nicht zulässig ist, dann dürfen die solche Anträge auch nicht stellen. Von daher würde ich mal sagen, kein besonders starkes Argument. Und ich glaube, es ist auch den Fraktionen von CDU und GRÜNEN durchaus, die haben durchaus die Berechtigung, gesellschaftliche Probleme aufzunehmen. Und dass es nun einmal Klagen hinsichtlich des Spracherwerbs gibt, das dürfte auch Ihnen zugetragen worden sein. Und von daher glaube ich, ist das durchaus legitim, dass auch unsere Fraktionen sich eines aktuellen gesellschaftlichen Themas annehmen und das hier zum Antrag erheben. Und ich glaube, dass Ihr Vorwurf, dass wir hier keine Konzeption verfolgen würden oder nicht sagen würden, was wir machen würden, und auch die Vorwürfe in Richtung Anlauttabelle hören nach, schreiben nach Gehör, dass das vollkommen falsch ist. Sie haben unseren Antrag nicht richtig gelesen. Das ist vielleicht auch ein weiteres Argument für unseren Antrag. Aber wenn Sie sich einmal der Ziffer 2 nähern, dort in den zweiten Satz gehen, dann sehen Sie dort ganz deutlich, die Nutzung von Anlauttabellen kann dabei zu Beginn des Erwerbs der Schriftsprache als potenziell zielführend erachtet werden. Das zeigt doch ganz deutlich, wir haben dazu eine abgeschlossene Meinung, die da heißt, dass das sehr wohl zum Erwerb der Schriftsprache am Anfang durchaus sinnvoll sein kann, aber dass wir dann im weiteren Verlauf eben auf das korrekte Schreiben Wert legen. Und das ist, glaube ich, ein sehr sinnvolles Konzept. Das zeigt auch sehr deutlich, dass es an dieser Stelle nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern dass es darum geht, an der richtigen Stelle das richtige Konzept einzuführen. Und an dieser Stelle zeigen wir ganz deutlich, dass wir dort nicht auf ein Entweder-Oder, sondern dass wir dort beides ermöglichen wollen. Und vor allen Dingen sind wir auch der Überzeugung, dass wir den Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort die pädagogische Freiheit geben wollen, selbst für sich zu entscheiden, welches Konzept sie übernehmen wollen. Wir glauben, dass Lehrerinnen und Lehrer die pädagogische Freiheit haben sollten, in den Rahmensetzungen, die wir natürlich vorgeben, selbst zu entscheiden, wie sie vorgehen wollen. Das ist für uns pädagogische Freiheit. Das ist für uns Freiheit der Schulentwicklung vor Ort. Und nach der wollen wir auch weiter verfahren. Und dann ist noch, sagen wir, etwas spöttisch,
auch von Seiten Linkspartei und SPD hier vorgetragen wurden, was das denn mit der Handschrift hätte. Und gesagt worden, gibt es denn tatsächlich Leute, die das ernsthaft in Frage stellen? Und leider ist es tatsächlich erst heute so beim Hessischen Rundfunk, der Professor Dr. Hortz, den ich sonst sehr schätze, hat sich dort eingelassen, der sagte, na ja, im Prinzip sei das im Zeitalter der Digitalisierung demnächst abzuschaffen. Und genau das Gegenteil ist richtig. Die Handschrift ist überlegen, wenn es darum geht, dass man sich Notizen macht, dass man Dinge zusammenfasst, dann ist es einfach überlegen dem Bedienen einer Tastatur, weil eben auf diese Art und Weise das Lernen gefördert wird. Und dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, zuletzt 2040 von Per Müller und Daniel Oppenheimer von der Princeton University, die das zusammengefasst haben mit The pen is mightier than the keyboard. Und von daher glaube ich, ist das vor so einem im Hintergrund einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte schon sehr richtig, dass man sagt, an dieser Stelle legen wir Wert darauf, dass die Kulturtechnik der Handschrift weiter gelehrt wird. Ich komme also zum Schluss. Wir schließen uns dem an, dass die Sprache ganz grundlegend für das Lernen in der Schule ist und von daher besondere Bedeutung hat. Die Handschrift hat weiterhin ihre Bedeutung und muss auch weiterhin unterrichtet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, es liegen aus dem Parlament keine weiteren Vorschläge. Das Parlament geht vor der Regierung. Jetzt kann die Regierung dran. Herr Minister, Sie haben das Wort. Dann kriege ich sogar. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lesen und Schreiben, das Wort ist jetzt schon mehrfach gefallen, sind Schlüsselqualifikationen, die die Teilhabe am Leben auch und gerade einer medialen, auf Kommunikation ausgerichteten Gesellschaft erst ermöglichen. Und allein deswegen sind sie schon von zentraler Bedeutung. Und unsere Grundschulen stehen natürlich am Anfang und im Mittelpunkt der Bemühungen, alle Menschen in unserer Gesellschaft zu dieser Teilhabe zu befähigen. Der Erfolg des Lese- und Schreiblernprozesses zu Beginn entscheidet wesentlich über den weiteren Bildungsweg unserer Schülerinnen und Schüler. Das weiß die Landesregierung. Das wissen aber vor allem auch die Grundschullehrkräfte, die die Kinder mit großem Engagement in diese grundlegenden Kulturtechniken einführen. Und zu diesem Erfolg, meine Damen und Herren, gehört der Erwerb einer manuellen Schreibschrift, auch und gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Das hat der Abgeordnete May eben schon wunderbar ausgeführt. Und es gehört dazu das Erlernen orthografisch korrekten Schreibens, also der Rechtschreibung. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und es ist auch schön festzustellen, dass das auch hier in diesem Saal eigentlich niemand bestritten hat. Und deswegen sieht unser Kerncurriculum und sehen unsere Bildungsstandards für die Primarstufe auch ganz klar vor, dass diese Lernprozesse in der Grundschule stattfinden müssen. Und mir, meine Damen und Herren, kommt es aus diesem Grund bei diesem Antrag auf zweierlei an. Nämlich erstens darauf, die bedeutende Arbeit unserer Grundschullehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich zu würdigen und sie auch gegen ungerechtfertigte Angriffe in Schutz zu nehmen. Und zweitens zu überlegen, wie wir sie bei dieser Arbeit noch besser unterstützen können. Zum ersten Punkt müssen Sie sich nur die Zeitungen der letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahre anschauen, wo immer wieder die Behauptung auftaucht, dass die Rechtschreibkenntnisse unserer Schülerinnen und Schüler nachlassen. Das ist im Moment als Thema en vogue. Ich kann das auch vom journalistischen Standpunkt gut verstehen, weil es die Menschen und gerade natürlich die Eltern mit Recht bewegt. Es ist aber auch nicht neu. Schon 1910, also vor über 100 Jahren im ausgehenden Kaiserreich, hat der westfälische Pädagoge Richard Lange eine Streitschrift veröffentlicht, in der es heißt, ich zitiere, die große Mehrheit der Kinder, die aus der Schule entlassen werden, haben ihr Ziel im Deutschen bei weitem nicht erreicht. Sie sind weder imstande, orthografisch richtig zu schreiben, noch grammatisch richtig zu sprechen oder einen Brief in gutem Deutsch abzusetzen. Zitat Ende. Das kommt einem irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Aber damit will ich die Problematik nicht kleinreden. Wir sehen, meine Damen und Herren, dass die Herausforderungen an unseren Grundschulen gestiegen sind, was die Vermittlung dieser fundamentalen Kulturtechniken angeht. Das hat auch etwas mit der Digitalisierung und dem generellen Verlust oder dem Nachlassen von Lese- und Schreibkultur zu tun. Aber was nicht stimmt, meine Damen und Herren, und das ist etwas, das ich hier ausdrücklich betonen möchte, ist die Behauptung, dass an unseren Grundschulen eine Art von Rechtschreibanarchie herrschen würde und die Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit schreiben könnten, wie sie wollen.
Das gilt insbesondere für die sogenannte Lernmethode Schreiben nach Gehör, die im Moment Land auf, Land ab für einen Verlust an Rechtschreibkompetenz verantwortlich gemacht wird. Meine Damen und Herren, ja, diese Methode ist Unsinn, und deswegen machen wir diesen Unsinn in Hessen auch nicht mit. Und sollte ich mich täuschen und an irgendeiner unserer 1.148 Grundschulen sie doch praktiziert werden, dann bin ich für jeden Hinweis dankbar, dann werden wir dem nachgehen und es abstellen. Ich sage aber auch, ich habe in meinen jetzt knapp 3,5 Jahren als Minister noch keinen einzigen konkreten Beschwerdebrief dieses Inhalts bekommen. Und das beruhigt mich. Ich glaube, da können wir unseren Grundschullehrerinnen und Lehrern in ihrer pädagogischen Freiheit bei der Auswahl der richtigen Methoden zum Schreibenlernen auch weiterhin vertrauen. Trotzdem, meine Damen und Herren, müssen wir auf die gestiegenen Herausforderungen reagieren. Und das tun wir auch. Das tun wir beispielsweise durch den Einsatz unserer neu installierten Schulberaterinnen und Berater, die das Thema Lesen, Schreiben, Rechnen genauso prioritär in die Schulen bringen werden, wie wir das auch im Rahmen der neuen Schwerpunktsetzung unserer Fort- und Weiterbildung durch die Hessische Lehrkräfteakademie tun werden. Seit diesem Schuljahr gibt es beispielsweise eine eigene Fortbildungsreihe Schrift, Schreiben, Schriftlichkeit. Wir haben ein Informationsheft für die Eltern aller Schulanfängerinnen und Schulanfänger aufgelegt, das aufzeigt, worum es beim Schreibenlernen geht und was die Ziele der Grundschulen in diesem Bereich sind. Und wir erarbeiten eine Handreichung zur besseren Verzahnung von Primar- und Sekundarstufe im Kompetenzbereich Schreiben. Aber vor allem, meine Damen und Herren, und da greife ich sehr gerne etwas auf, was der Antrag der Regierungsfraktion hier zum Ausdruck bringt, vor allem wollen wir die Entwicklung eines Grundwortschatzes vorantreiben. Eines Grundwortschatzes, der mit seinen vorgegebenen Wörtern von Beginn an als Hilfestellung zum systematischen Aufbau von Rechtschreibkompetenzen beitragen soll. Denn ein solcher Grundwortschatz, das ist meine Überzeugung, wird den Lernumfang im Bereich der rechtschreibgesicherten Wörter bis zum Ende des vierten Schuljahres noch schärfer als bislang konturieren können. Er wird damit das richtige Schreiben lernen, auch gerade für die Eltern. Das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive, um unseren Lehrerinnen und Lehrern auch einfach die Ruhe in der Arbeit zu geben. Er wird also diesen Schreiblernprozess auch für die Eltern berechenbarer machen. Und das alles zusammengewirkt, davon, meine Damen und Herren, verspreche ich mir dann auch eine wesentliche Hilfestellung, eine Entlastung unserer Lehrkräfte und damit eine weitere, noch bessere Förderung des Schreiblernprozesses in unseren Grundschulen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sind wir fertig? Nein. Meine Damen und Herren, jetzt liegen insgesamt keine Wortmeldungen mehr vor. Wir überweisen den Antrag zur weiteren Beratung in den KPA. Kein Widerspruch, damit ist das so beschlossen.